Atmosphärisch ist es ja, muss man schon sagen, dieses Necromunda. Hallo Leute, ich bin Dennis und hier rotiert ein echt schönes dynamisches Licht mit volumetrischem Rauch. Also das Spiel hat schon echt ein paar schöne Ecken. Hat aber natürlich auch ja, viel Graubraun. So, wir haben letztes Mal einen Zug entführt. Die Frage ist, was hat es uns gebracht? Reden wir dafür mal mit Yado, der hat uns ja geholfen. Ja, vielleicht hat er ja jetzt. Vielleicht weiß er ja, was da los war. Ich meine, es hat uns nicht wirklich viel gebracht, zumindest gefühlt. Danke, Yado, das hat geholfen. So, okay, dann reden wir mal mit, ich nehme an, der Barkeeperin? Ja. Guten Tag. Was willst du trinken? Second Bath. Ja. Wo warst du? Hab eine Zugfahrt gemacht. Die Iron Bypass? Ja. Hast gehört, dass sie seit 19 vogelfrei sind, oder? Was? Verdammt. Nein. Verpasste Gelegenheit, was? Willst du noch was wissen? Was? Angeblich wollen sie sich ein altes Generatorum krallen, draußen in Richtung Delta 7. Das war mal Goliaths Gebiet. Aber die Iron Bypass haben fast alles davon erobert. Außer dem Generatorum, heißt es. Das gehört immer noch den Stingern. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben. Was wollen die Iron Vipers mit dem Ding? Oh, das wirst du wohl selbst rausfinden müssen. Vielleicht mache ich das. Und schnappe mir auch gleich noch die Belohnung. Okay, cool, ja. Belohnungen nehmen wir natürlich immer gerne. Man weiß jetzt nicht so richtig, Was in Helmors was Namen eigentlich hast du dich mit dabei gedacht? Cal Jericho jetzt unterwegs ist. Der hat uns ja am Anfang hier so ein bisschen eingeführt. Und vor allen Dingen ja das Leben gerettet, wie er sagt. Danach sind wir einfach auf eigene Faust losgezogen. So, sehr Das war gut. vielleicht ein Fiasko. Eine verlassene Kuppel voller Archaeotech, haben sie gesagt. Aber sie haben nicht gesagt, dass sie verlassen war, weil eine die Pflanzen dort frisst. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Was in Helmos? So, Kel, was Wenn du sagst du dich mal dazu? ein paar Tage nicht siehst, stell am besten keine Fragen. Okay, also du bist keine Hilfe. Na dann ist es Zeit, den Hund zu streicheln. Da nickt er. Zufrieden. Okay, wir reden wieder mit Jado. Der wird uns bestimmt helfen dabei, wie wir dorthin kommen, wo die Gang, mit der wir uns gerade eh schon angelegt haben, noch weitere Pläne verfolgt. Und da werden wir dann hoffentlich mehr darüber herausfinden, für wen die eigentlich arbeiten und was sie da vorhaben. Kennst du den Ort, auf den die Iron Vipers so scharf sind? Stim Docks Gebiet? Unten, unter Delta 7? Klar. Zeig's mir. Zeig's mir. Wähle eine Mission. Dann machen wir das doch. Aber nein, machen wir nicht. Ich würde vielleicht nochmal vorher kurz gucken, dass wir hier mit der guten Dame reden. Zeig mir, was Zeig mir, du was du hast. hast. Genau. Zeig mir, was du hast. Wie viel Geld habe ich denn? 12.000. Damit kann man ja vielleicht sogar schon arbeiten. Umschalten, kaufen, verkaufen. So, dann können wir nämlich vielleicht auch mal Sachen verkaufen. Zum Beispiel das Ding hier. Wie macht man das? Ach so, ich muss gedrückt halten. Verstehe. So, kaufen. Was haben wir denn hier? Den Deathbringer. Oh yeah. Aber kann ich das jetzt auch irgendwie mal vergleichen mit irgendwelchen Sachen so? Ich habe jetzt nicht so richtig im Kopf, wie gut meine Sachen sind. Ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Man wäre schon ganz praktisch, wenn man. Ja, ist schön und gut, die ganzen Werte hier zu kennen. Aber ist das jetzt hier besser? Das ist irgendwie unpraktisch. Ist das jetzt besser als mein Gewehr? Also das ist ja hier genau so ein Ding. Ach ja, guck. Ah, jetzt kann ich es vergleichen. Ich muss einmal draufklicken. Okay, das Ding macht mehr Schaden. 41 statt 36. Ansonsten das Gleiche. Ups, ah, man darf nicht Escape drücken. Zeig mir, was du hast. Ja, zeig mir, was du hast. Gott, diese Vertonung, ey. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig schlecht. So. Da ist das Ding besser. Das Automatikgewehr.
Habe ich es jetzt gekauft? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh. Mann, ich bin echt zu dumm. Krieg hier nichts auf die Reihe. Ja, shit. Also die Bedienung hier, das ist wirklich das Menü. Also, gut geht anders. Gut, ich kaufe jetzt das Ding hier. Achso, jetzt muss ich sozusagen das dahin packen, wo ich es hin haben will. Na gut, dann kann ich aber das Ding auch gleich verkaufen. Das brauche ich ja dann nicht. Gut, reicht, danke. Ja, das war jetzt echt ein bisschen deprimierend, dass ich da jetzt 4000 Credits gerade verloren habe. Egal. So, Generatorum, Mission 3. Es gibt jetzt auch noch B-Missionen. Okay, krass. Das sind dann Nebenmissionen oder was? Ach du Scheiße. Müssen wir sowas machen? Ich würde jetzt lieber mal die Kampagne weitermachen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt, keine Ahnung, sich nicht so richtig krass lohnt, irgendwelche Nebenmissionen zu machen. Das Ding ist doch ganz gut. So, zweite Hauptwaffe haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, da haben wir zwei Nebenwaffen. Das bleibt alles, wie es ist. Das bleibt alles, wie es ist. Wir müssen dann beim nächsten Mal, investieren wir mal ein bisschen was in ihre Rüstung. Waffe anpassen. Nehmen wir mal die Striker. Kann man da noch irgendwas reinpacken? Die hat einen geileren Lauf. Ah, hier können wir dann auch direkt Handhabung ein bisschen schlechter. Dafür Stabilität und Genauigkeit erhöht. Das ist jetzt nicht so schlecht. Das machen wir mal, oder? So. Packen wir da mal so ein Laufdingsi ran. Da haben wir nichts. Hier können wir noch einen Teil ranmachen, einen Glücksbringer. Und ein Laservisier. Finde ich jetzt schon ganz geil. Rosa Laservisier. Das hat was. Das hat was. Türkis, grün finde ich. Oder rot. Ja, mal rot. So. Die Frage ist, ob das noch irgendwas bringt außer Optik. So. Wieso wird die Handhabung schlechter dadurch, dass ich einen Griff ranbaue? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Magazine. So, das hat 30, das Ding. Ich könnte mir jetzt noch eins doppelt so groß kaufen. Aber habe ich kein Geld mehr für. Dann hält nicht. Waffenskins? Oh, natürlich. Kann man noch schön bunt machen, das Ganze. Na gut. Lassen wir das bestätigen. Mission starten. Auf geht's! Gut. Also die Iron Vipers wollen eine von den Goliath-Gangs namens Stimdogs kontrolliertes Generatorum erobern, was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein Generator, also ein Reaktor oder sowas. Außerdem sind sie seit kurzem vogelfrei. Das Erledigen der Iron Vipers bringt also eine Menge Credits. Aber Vorsicht, eine Asher-Gang namens Black Serpents ist ebenfalls auf Rache aus. Cool. Das sieht ja fett aus hier. Das ist so ein Schrottplatz. Glaubst du, irgendwer zahlt eine Belohnung für ein Tentakel? Was? Wow! Nein, aber hör zu. Die Ornoks glauben, dass das Sumpfmonster ihre Gelegenheit ist, die Goliath fertig zu machen. Du musst dich erst um die Ornoks kümmern, bevor du die Goliaths ausquetschen kannst. Okay. Krass. Also, das ist... Das ist diese Pflanze, von der die geredet haben, oder? Da waren ja zwei Typen in der Bar, die haben über so eine Pflanze geredet. Oh, hier ist ja richtig was los. Da muss ich da wohl mal mitspielen, oder? Wobei, ist schon okay, die können das auch alleine machen hier. Ihr macht das schon. Alles klar. Ah, jetzt kommt er aber zu mir. So haben wir nicht gewettet. Au. Au. Oh, jetzt bin ich schon fast tot. Oh. Alter. Das fängt ja schon wieder gut an, die Mission hier. Ist nichts von wegen, mal erstmal ein bisschen in Ruhe ballern und schleichen und
Keine Ahnung was. Wo ist er denn jetzt? Da. Stirb! Puh! Okay. Cool. Finde aber geil, wie diese. Das ist ja mal voll die fette Idee mit diesem Tentakelmonster, was da oben die ganze Zeit wütet. Sowas habe ich jetzt auch lange nicht mehr in einem Shooter gesehen. Also es erinnert mich ein bisschen an sowas wie Bulletstorm oder so, wo sie teilweise auch so total verrückte Locations dann hatten, wo im Hintergrund irgendwelche riesigen Dinge passiert sind. Ich erinnere mich noch an dieses riesige Rad, was sich dann irgendwie hinter einem her dreht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Sich irgendein Schaufelradbagger oder so. Hat sich dieses Rad halt gelöst. Irgendwie ist die Musik hier auch seltsam, oder? Also so bedächtig und langsam und getragen. Vorher hat das Spiel halt immer diese krasse, harte Heavy-Metal-Mucke. Also krass hart war sie nicht, aber ist jetzt schon eher härterer Rock gewesen. Alter. Lass mich in Frieden. Au. Ich muss hier weg. Hier sind mir zu viele. Fast so, als hätten sie jetzt irgendwie einen komplett anderen Musikstil plötzlich mal gewählt. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ja mal richtig scheiße. Oh, jetzt ist ein Schrot. Damit treffe ich überhaupt nichts. Gib mir mal ein bisschen Munition. Aber ich muss die gar nicht alle erledigen, oder? Ich muss eigentlich nur... Was ist denn das hier? So welche geilen Bunker. Kann man die zerstören? Nee. Aber wie komme ich denn da jetzt dann weiter? Okay. Also ich meine... Wie zur verfickten Hölle. Ich meine, die schießen doch dann sofort auf alles, was da läuft wahrscheinlich, oder? So, jetzt bin ich bis hier immerhin gekommen. Aber so richtig weiß ich nicht, was es mir bringt. Also wahrscheinlich kann ich mich da unten auch einfach lang bewegen, oder? Ach komm, dann gehen wir halt mal darüber. So. Muss hier ein bisschen haushalten mit der Munition. Habe ich mittlerweile schon wieder Munition für meine Hauptwaffe? Wo ist sie denn? Warum habe ich das Gefühl, ich finde meine Hauptwaffe nicht mehr. Alter. Mich immer sofort abknallen, die Typen. Ich habe nichts mehr. Aber zumindest kommt hier keiner hoch. Das ist ja schon mal ganz gut. Mal vielleicht mal eine kleine Granate darunter werfen. Ist aber schon ganz cool, die Idee, dass man jetzt hier in so einem Schlachtfeld praktisch unterwegs ist, wo sich zwei Gangs irgendwie bekämpfen. Und man ist hier irgendwie so mittendrin statt nur dabei. Muss irgendwie gucken, wie man jetzt zwischen denen sich bewegt, ohne dabei drauf zu gehen. Oh Mann, jetzt stirb halt. Ah, ich habe eine Granate direkt vor mich geworfen. Das war ziemlich dumm. Oh. Ah, fuck! Nein! Boah, gerade noch so erledigt. Man muss einfach auch relativ viel bei dem Spiel gucken, dass man diese Finisher benutzt. Weil die sind halt schon ziemlich mächtig. Man kann ja fast jeden Gegner damit einfach finishen. Also tatsächlich. Ohne dass er noch irgendwas machen kann. Das ist natürlich eigentlich nicht so cool. Du musst höher rauf für bessere Sicht. Ich sehe da oben eine Spur an Signalfeuern. Sieh nach, wohin sie... Ja, ich gehe ja schon. Es bringt wahrscheinlich sowieso nichts, hier unten rumzuhirschen, weil die einem hier die ganze Zeit die Hölle heiß machen hier unten. Aber ich hätte gerne wieder ein bisschen Munition halt.
Coole ist, man kann sich ja halt echt schnell durch die Level bewegen mit dem Enterhaken. Ah, jetzt habe ich auch mal wieder 200 Schuss für meine Hauptwaffe. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Oh. So, jetzt sind wir nämlich auch schon wieder ein bisschen geheilt. Das ist cool. So, jetzt hat er gesagt... Ah, hier waren wir doch eben schon mal. So, jetzt, wir sollen weiter nach oben. Signalfeuer. Da oben ist ein Signalfeuer. Dann gehen wir da doch mal hoch. Was ist das hier? Da sind eine Menge schwerer Waffen, die den Weg zum Generatorum verteidigen. Jag sie irgendwie hoch und bahne dir deinen Weg. Irgendwie? Sonst hast du keine Chance. Okay, also der Generator ist da hinten. Perfekt. Dann haben sie den schwierigen Teil schon erledigt. Kannst du die Sache beenden? Ja, dann mach... Ah, nein! Ich immer mit meinen Granaten. Au. Ich drücke mal die falsche Taste. So, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Schlage mit dem Orlok am Bord eine Bresche. Wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Kann ich den jetzt hier irgendwie... Aber kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ich bin mir unsicher. Amboard-Raketen. Also irgendwie so richtig. Tja. I have no fucking idea. Kann man den irgendwie fernsteuern von irgendwo? Alter, hier ist ja was los. Wo kommen die denn alle her? Haben wir aber nicht gewettet. Oh. Junge, jetzt stirb doch mal. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Fuck. Gibt's hier noch irgendwo was? Da hinten sind welche, aber da komme ich jetzt nicht so schnell hin. Hier ist doch noch. Hier ist noch ein bisschen was. Tschö. Ja, man muss halt echt ein bisschen aggressiv vorgehen, damit man immer noch wieder Lebensenergie bekommt. Da ist der Amboard-Befehl. Ah, ja. Ah, ja. So sieht's nämlich aus. So, und nu? Was ist da jetzt? Komme ich da irgendwie... Ja, man muss nur nah genug ran. Dann geht das alles. Okay, also hier ist nichts Spannendes. Aber wie komme ich denn jetzt da oben ran? Muss ich da einfach hochhüpfen? Ah, ich mache jetzt mal die Kiste auf. Kisten sind immer gut. Kiste. Zeug, Zeug, Zeug. Ganz viel Zeug. So. Ha! Mach schon. Yes! Oh, guck mal, jetzt schlagen die da hinten ein. Und schlagen eine Bresche, hoffentlich, in diese... Oh, da fällt die Statue. Ja, sehr schön. Dann komme ich da nämlich rüber. Cool. Also wir wollen da hinten in dieses Generatorgebäude rein. Aber erstmal gehe ich einmal kurz nach hier unten und schau mal, was hier eigentlich so abgeht. Wo sind wir denn hier? Das ist ja extrem uninteressant hier unten. Ist hier noch irgendwas? Oh ja, ein paar Credits. Also richtig spannend ist das hier unten nicht. Gibt es hier noch irgendwelche Secrets oder so? Hm. Ich kann mich jetzt einfach hier unten wieder an die Bresche ranbewegen. Ach so. Ja, das ist ja natürlich dann total easy. Hier über das Schlachtfeld, wo wir ja schon mal waren. Okay, jetzt sind wir nämlich auch schon da. So schnell kann es gehen. Zack. Dann müssen wir nämlich gar nicht hier über die Statue rüber. Ha! Na, wie das funktioniert hat, oder? Voll gut. Hier so rein. Und hüpf.
Hier macht tatsächlich in Ego-Perspektive das Springen Spaß. Also der Jump-and-Run-Teil sozusagen. Das ist ja verrückt. Das habe ich auch lange nicht erlebt. Das ist Jumpen in einer, also das Traversal, wie man heutzutage sagt, das Bewegen in einem First-Person-Shooter, dass das Spaß macht. Tut es. Also weiterhin, wir sind in jetzt schon relativ tief im Spiel, habe ich das Gefühl. Also immerhin schon in Mission 3 und so, der Hauptkampagne. Und noch macht's Spaß. Ich weiß weiterhin nicht, was die ganzen Tests haben. Es ist bisher nicht scheiße. Oder mittelmäßig. Es ist wirklich cool. Naja, wir werden sehen, ob es so weitergeht in der nächsten Folge, Leute. Dann erobern wir diesen Generator oder dieses Generatorum. Wahrscheinlich so eine Art Kraftwerk hier. Und dann schauen wir mal, ob wir der komischen, fleischfressenden Tentakelpflanze da oben noch näher kommen, als wir es bis jetzt sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.